mich das Leben nicht verbittern um das liebe Vaterland. Gut, dass möglich ist geworden, wie es zur guten Zeit doch war, zu erhalten einen Orden oder einen Titel gar. Gott sei Dank, dass alles wieder nun zur Ordnung kehrt zurück. Nur vom Throne treu fällt und wie vom Himmel Heil und Glück. Weg mit allen Barrikaden, weg mit aller Bürgerwehr. Hoch der Herr von Gottes Gnade, hoch sein Sieg gewohntes Heer. Mit der Friedenspfeife im Munde geht's ins Bierhaus auf die Wacht. Trinkt man bis zur Bürgerstunde und dann Freiheit. Gute Nacht. Guter Mond, geh du nur weiter still in den Abendwolken. Ja. Nicht nur für mich. Die Gedanken sind frei, wir können sie erraten. Sie fliegen vorbei, die nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglückt. Alles hier still und wie es sich schickt. Mein Wunsch, mein Begehren kann man verlieren. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Ich liebe die Beine, mein Mädchen, vor allem. Tut mir leid, am besten gefallen. Ich bin nicht alleine bei meinem Glas Weine, mein Mädchen dabei. Die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein in finstere Kerker, das alles ist rein vergebliche Werke. Meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Drum will ich auch immer den Sorgen entsagen und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei. Die Gedanken sind frei. In Ruhe der Stille vergangen. Drin, ich mit mein Büble, ich muss verfriere drin, ich mit mein Kind. Ich krieg
kluge Äpfel und Rüben. Kluge Äpfel und Rüben. Sag, vergelt's euch Gott, und du sagst, ich sag, vergelt's euch Gott, und du sagst, dank. In Murdestübele, da geht er, in Murdestübele sind alle krank. Brigittenau, der Robert Blum von Wien, ein Held. Wecken die noch den Windischgrätz, vor die Gewehre hingestellt. Wer weiß noch um die Märzenzeit, die tief erschüttert hat das Land. Wer um den Drang zur Einigkeit, die Bismarckers blutig mit Eisenband. Da ging er stolz, der Robert Blum, der Mann des Worts, der Mann der Tat. Zu kurz sein Leben für all sein Tun, erschossene Blum, der Demokrat. Erschossen war Blum trotz Parlament, indem er sprach für die Nation. Obwohl in Deutschland jeder ihn kennt, erschossen der Bürger mit freier Religion. Da ging er stolz zur Brigittenau, am 9. November im 48er Jahr. Da flog die Nachricht durch das Land, dass Robert Blum erschossen war. Thank you.